Morgen! Boah, wir haben schon wieder eine Nacht gespart. Wir sind hier in Kilkau auf einem Freeparkplatz und da gibt es sogar heiße Duschen kostenlos. Wir hatten Strom die Nacht. Boah, ist das geil. Einzige Manko, es war arschkalt und ziemlich windig. Und als gesunden Start in den Tag hier oben in der Kälte erstmal Oats mit Banane, Birne, Joghurt. Heute mit Pfirsich-Mango-Joghurt und den restlichen Weeds aus dem Aldi und haben neuen Honig. Oh fuck, die Batterie ist alle, das Auto springt nicht an. Jetzt versuchen wir gerade zu überbrücken, aber wir haben keine Ahnung, ob wir das überhaupt richtig machen, ob das überhaupt die richtige Batterie dafür ist. Hoffentlich kommen wir heute noch weg. Ja, es hat geklappt. Das Auto fährt wieder auf an die Sunshine Coast. Ah, lassen wir die Berge doch nochmal hinter uns. Ich weiß nicht, welcher Berg es ist, aber er sieht ziemlich cool aus. Also irgendwie ist heute in Australien überall ziemlich kühl. Wir haben Pullis an, wir haben lange Hosen an, weil es ständig so windig ist. In der Sonne geht's einigermaßen, aber selbst für kurze Hose T-Shirt ist es ein bisschen frisch in der Sonne. Kleine Snackpause am Strand, da vorne ist der Strand und hier gibt es einen kostenlosen Barbecue mit Stromanschluss. Und den nutzen wir direkt mal, um uns jede Menge Toast zu machen. Uns sind mal wieder die Cracker ausgegangen gestern Abend und deswegen müssen wir uns noch ein paar neue besorgen. Dann haben wir gesehen, hier gibt es einen Coles. Jetzt sind wir mal wieder bei so einem riesen Shopping, keine Ahnung was. Also die bauen immer so riesen Shopping-Center auf mit 100.000 kleinen Lädchen drin. Ja, und hier gibt es auch noch so einen Kameraladen. Vielleicht, wer weiß, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben Annikas Laden gefunden, alles für Möpse. Ach so, mit dem Campervan in Australien, das ist schon echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn man keinen Plan hat, wo man eigentlich hin will, was man sehen will und was man sonst noch erleben will. Überall musst du Geld zahlen und irgendwie ist das alles nicht so das Wahre, aber wir kennen einen Ort. Einen Ort kennen wir, der ist sehr schön und den steuern wir jetzt an. Da hinten kommt unsere erste Zollbrücke. Aber wir haben, als wir den Campervan gebucht haben, schon so ein Zollpaket abgeschlossen. Annika holt uns was zu snacken und das während der Fahrt auf dem Highway. Oh, oh, oh. Hoffentlich werden wir nicht von der Polizei angehalten. Aber ist ja Stau. In Scotts Creek auf dem Free Parkplatz angekommen, wird jetzt hier genächtigt. Das Video ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lass doch mal einen Kommentar oder eine Bewertung da. Da drüben kannst du noch den Link klicken für das Video von gestern. Abonnieren nicht vergessen. Und morgen sehen wir uns mit dem nächsten Video. Bis dann. Ciao.